Stall in der Nähe von Augsburg leben etwa 20 verschiedene seltene Hühnerrassen. Der Züchter Willi Reiner verkauft ihre Eier zum Ausbrüten in die ganze Welt. Die Barnefelder, Viandotten, Isbar und andere legen hell- oder dunkelbraune Eier, cremefarbene, grüne oder türkise. Besonders angetan haben es den meisten Kunden die olivgrünen und die dunkelbraunen Eier, die Willi Reiner Schoko-Eier nennt. Also das sind französische Marans, da stammen die Eier aus, die Hühner aus Frankreich. Und die werden quasi beim Legen werden die gefärbt. Man muss nichts mehr färben. Vom Huhn gefärbte Eier, praktisch, gerade zu Ostern. Aber sind normale Hühnereier nicht eigentlich weiß? Am Max-Planck-Institut für Ornithologie südlich von München befasst sich der Biologe Moritz Hertl mit Vögeln und den Farben ihrer Eier. Das Urhuhn hat sicher keine weißen Eier gelegt. Aber in der Züchtung, Entwicklung kam es irgendwann zu einer Mutation von einem Gen, sodass die Farbfunktion ausgefallen ist. Und seitdem gibt es weiße Eier. Und da das natürlich was sehr Auffälliges ist und was dann auch vielleicht begehrenswert ist, wurden die dann weitergezüchtet. Doch auch bei Wildvögeln gibt es weiße Eier, wenn es für die Art sinnvoll ist. Das sind meistens die Eier von irgendwelchen Höhlenbrütern, die eben in die dunkle Höhle kommen und dann ihr Ei finden müssen, beziehungsweise schauen müssen, ob noch alle Eier da sind oder ob schon ein Junges geschlüpft ist. Und das geht natürlich mit einem weißen Ei wesentlich besser. Im Supermarkt werden weiße Eier immer seltener gekauft. Nur an Ostern suchen die Leute gezielt danach. Insgesamt konsumieren die Deutschen 70% braune Eier. Viele glauben, dass sie gesünder oder ökologischer sind. Ein Irrtum. Braune Eier sind genauso viel oder wenig Bio wie weiße Eier, denn die Farbe ist nicht festgelegt durchs Futter oder durch die Haltungsbedingungen, sondern die Farbe ist ein Produkt der Gene. Nur die Rasse entscheidet also über die Farbe der Eier. Der Züchter erkennt das an einer kleinen kahlen Hautstelle am Kopf, der Ohrscheibe. Ist sie rot oder braun wie bei diesem Marronhuhn, legt das Huhn braune Eier. Ist die Ohrscheibe weißlich, wie bei diesem Sulmtaler, sind auch die Eier weiß. Alle Vogeleifarben sind letztendlich das Produkt vom Blutfarbstoff Hämoglobin. Das heißt, die Abbauprodukte davon führen zu verschiedenen Farbschattierungen. Dass es sich bei der Eierfarbe um ein Abbauprodukt des Hühnerblutes handelt, zeigt Moritz Hertl in einem Versuch. Die zerbröselte Eierschale löst er mit einer Säure auf. Dann schüttet er ein acetonhaltiges Lösungsmittel dazu und die Farbe löst sich aus der Schale. Die Lösung bringt der Biologe mit einer Schwarzlichtlampe zum Leuchten. Der Beweis für den Naturfarbstoff. Mein absolutes Lieblingsei ist sicher das der Steißhühner, der Tinamus. Es gibt sie also wirklich in diesem Grün, in einem dunklen Bordeaux-Violett und auch in einer Blaufärbung. Eine Theorie, warum manche Vogelarten so knallige Eier haben, ist tatsächlich, dass es viele Vogelarten gibt, bei denen die Männchen die Eier ausbrüten. Und je auffälliger mein Ei ist, desto eher ist das Männchen vielleicht bereit, die auch auszubrüten. Immer mehr Menschen interessieren sich für die seltenen Hühnerrassen, die Willi Reiner züchtet. Und für ihre naturbunten Eier, die übrigens genauso schmecken wie normale Hühnereier.